Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute gibt es mal ein etwas anderes Thema, was mir aber super, super wichtig ist, weil es mein Leben einfach total verändert hat in den letzten Wochen. Normalerweise bin ich eine Person, die in der Schule Gruppenprojekte immer hasst, weil letztendlich ich immer die Person bin, die alles machen muss und ich mag es nicht so gerne, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Oh mein Gott. Also ich bin lieber eine unabhängige Person, die alles alleine macht und alleine so durchhasselt. Das liegt mir eigentlich ziemlich gut und das finde ich besser. Trotzdem ist mir aber in der letzten Zeit immer aufgefallen, dass wir jetzt gerade in der Corona-Zeit zu Homeschooling-Zeiten und so weiter irgendwie alle wahrscheinlich etwas Probleme damit haben, motiviert zu bleiben und effizient und produktiv zu bleiben. Und die Sache, die mir so geholfen hat, ist, mir einen Accountability Buddy zu suchen. In diesem Video werde ich dir erzählen, was ein Accountability Buddy ist, warum du einen brauchst oder warum du einen haben solltest, dann wie du einen findest und viertens auch, wie ihr dann zusammen anfangen könnt. Also, was ist ein Accountability Buddy? Ich finde es ein wenig schwierig zu erklären, da man ein Accountability Buddy auf verschiedene Weisen benutzen kann. Aber ich würde ganz einfach sagen, ein Accountability Buddy ist eine Person, die dir helfen soll, deine Ziele zu erreichen und an deinen Zielen auch weiterzuarbeiten, beziehungsweise auch darauf zu gucken, wie du dich fühlst damit und dich so motivieren und inspirieren soll und helfen soll. Ja, falls du es bisher noch nicht verstanden hast, dann keine Sorge. Ich denke mal, es wird sich im Laufe des Videos klären. Es ist nur ein bisschen schwierig, das so zu erklären. Deswegen hoffe ich mal, dass es im Laufe des Videos etwas klarer wird. Und wir fangen erstmal an mit dem Thema, warum du einen Accountability Buddy haben solltest. Ich persönlich wollte einen Accountability Buddy haben, damit er mir bei meinen Daily Habits, also bei meinen täglichen Gewohnheiten helfen kann. Denn ich habe tägliche Gewohnheiten, also Gewohnheiten, die ich jeden Tag machen möchte, wie zum Beispiel Koreanisch lernen, mich bewegen, lesen, meditieren und ja, genau, das sind meine täglichen Gewohnheiten, die ich jeden Tag machen möchte. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich das nur so für mich mache und irgendwie nicht wirklich tracke, also halt nur so für mich tracke, dann kommt es oft immer vor, dass ich es einfach nicht mache. Weil ich habe keine Person, die mich da kontrolliert und sagt, hey, du hast es nicht gemacht. Und genau diese Person brauchte ich halt. Ein zweiter Grund, warum ich es persönlich gut fand, ist für meine mentale Gesundheit und einfach für mein Wohlbefinden. Denn in meinem Accountability Buddy schreibe ich mittlerweile jeden Tag, immer morgens und abends. Und wir machen so ein Check-in jeden Tag und sagen, wie es uns geht mit unseren Gewohnheiten, mit unseren Zielen, generell wie es uns geht momentan. Und haben so die Möglichkeit, uns auszutauschen und uns da so ein bisschen zu helfen. Ein weiterer Grund für ein Accountability Buddy wäre so das Festhalten von Momenten, da das Ganze so ein bisschen ist wie ein Tagebuch schreiben, finde ich persönlich zumindest, da ich ihm halt jeden Morgen und jeden Abend schreibe und immer so über meine Gedanken erzähle, über meine Gewohnheiten, über meine Ziele. Dementsprechend ist es so ein bisschen so ein Tagebuch, weil wir vor allem auch darüber schreiben, was wir in unserem Leben verbessern können, wie wir unsere Ziele besser erreichen können, wie wir unsere Aufgaben besser erledigen können und so weiter. Also das finde ich persönlich einfach gut, um Erinnerungen festzuhalten, aber auch den Gedankenprozess festzuhalten, der so in mir passiert. Außerdem ist es natürlich super, um es gegenseitig zu motivieren und auch um Deadlines einzuhalten. Beispielsweise war es bei mir immer so, dass ich meine Hausaufgaben abgeben musste und ich wollte es irgendwie nie machen und habe dann immer gesagt, ja, ich habe es heute schon wieder nicht gemacht. Und wenn man halt immer wieder schreibt, ich habe es heute schon wieder nicht gemacht, dann irgendwann ist man vielleicht selbst so ein bisschen enttäuscht und will es dann wirklich machen. Also dieser Motivationsfaktor ist auf jeden Fall da, man wird so gepusht einfach dadurch. Und der letzte Punkt finde ich auch super wichtig, und zwar hast du immer eine neue Perspektive auf deine ganzen Gedanken, auf deine Probleme. Beispielsweise kannst du einfach deine neuen Gedanken an deine Accountability Buddy schicken, also deine neuen Ziele, Gedanken, Gewohnheiten, wie auch immer. Und du hast einfach mal eine neue Perspektive darauf. Wie fängt man jetzt aber eigentlich an mit seinem Accountability Buddy? Ich persönlich würde dir raten, natürlich erstmal einen Accountability Buddy zu suchen, und dazu komme ich später noch, wie ihr das am besten machen könnt. Und dann würde ich euch empfehlen, ein Telefonat zu arrangieren am besten, weil einfach nur so schreiben immer so ein bisschen trocken ist und nicht so ganz persönlich ist. Deswegen würde ich ein Telefonat empfehlen. Und dann könnt ihr erstmal darüber schreiben, wie ihr das Ganze machen wollt. Also wollt ihr zum Beispiel immer morgens und abends euch schreiben? Wollt ihr einmal in der Woche telefonieren? Wollt ihr vielleicht die Woche zusammen planen? Wollt ihr den Monat zusammen reflektieren? Wie wollt ihr das genau machen? Beispielsweise ist es bei meinem Accountability Buddy in mir so, dass wir uns jeden Abend schreiben, was an dem Tag gut war, also was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist. Dann, was wir am nächsten Tag verbessern wollen, unsere To-Dos für den nächsten Tag, generell unsere Gedanken und dann auch eine Sache, für die wir dankbar sind. Und am Morgen antworten wir dann halt auf die Nachricht des anderen jeweils und reflektieren so ein bisschen den Tag dann zusammen, und das ist so die Sache, die wir immer machen. Des Weiteren würde ich euch auch empfehlen, eine Testwoche zu machen, also wirklich erstmal eine Woche zu gucken, passen wir überhaupt zusammen, denn ich hatte vor meinem jetzigen Accountability Buddy auch noch zwei andere. Ich hatte davor zwei Mädchen, das ist ein Junge, und mit den Mädchen kam ich irgendwie nicht so gut klar, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich das Gefühl hatte, sie nehmen das nicht ganz so ernst, und ich bin eine sehr disziplinierte Person und wollte wirklich jeden Abend dann schreiben und wollte das wirklich so diszipliniert und streng machen. Aber es gibt auch Personen, die das vielleicht nicht so streng haben wollen. Deswegen würde ich euch empfehlen, die Testwoche zu machen, um
zu gucken, passen wir überhaupt zusammen? Also hast du die gleichen Ziele wie ich, die gleichen Meinungen wie ich und viben wir zusammen, sag ich mal. Ich würde es so machen, dass ihr dann schreibt, was ihr von einer anderen Person erwartet. Also beispielsweise, ich möchte, dass du meinen Tag reflektierst. Oder es wäre toll, wenn wir uns jeden Abend eine Sache schreiben, für die wir dankbar sind. Oder jeden Morgen ein Highlight schreiben oder so. Also einfach eure Wünsche und Gedanken dazu aufzuschreiben bzw. zu kommunizieren und auch zu sagen, wie euer Partner drauf sein soll. Also soll er jetzt streng sein oder soll er eher so ein bisschen euch auf die Schulter klopfen und sagen, so, ja, du schaffst es, alles wird gut. Oder soll er wirklich streng sein und sagen, du hast heute nicht die Hausaufgaben gemacht, das gibt eine Bestrafung. Ja, keine Ahnung. Also ihr müsst so ein bisschen kommunizieren, wie ihr das Ganze handhaben wollt. Das wäre super, super wichtig. Und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, wie findet man einen Accountability Buddy? Ihr könnt natürlich eine Person nehmen, die ihr schon kennt, also beispielsweise eine gute Freundin von euch. Ich persönlich würde es da schwierig finden, glaube ich, da so ein bisschen die Grenze zu ziehen. Also zu sagen, das ist jetzt Fun und das ist jetzt irgendwie die Arbeit oder halt da kontrollieren wir uns gegenseitig, sondern ich würde eher eine Person nehmen, die man noch nicht so gut kennt. Wenn ihr zum Beispiel deine beste Freundin nehmen würdest, kann es sein, dass ihr euch da ein bisschen verquatscht oder das Ganze nicht so gut trennen könnt und dann, ja, da irgendwie das Ganze nicht so professionell machen könnt. Deswegen würde ich empfehlen, eine Person zu nehmen, die ihr noch nicht so gut kennt. Ihr könnt aber auch eine ganz neue Person nehmen, wie zum Beispiel eine Person aus dem Internet, die ihr dort kennenlernt. Natürlich müsst ihr immer vorsichtig sein, dass es wirklich eine reale Person ist, die euch nichts Böses will. Und ich kenne doch sehr viele coole Personen, und zwar euch. Und meine Idee war es jetzt, dass ihr vielleicht einfach mal in die Kommentare eine Bewerbung schreiben könntet. Also einfach schreiben könntet, so ein bisschen, wer ihr seid, also vielleicht Name, Alter, falls ihr möchtet. Und dann vielleicht so einfach ein bisschen was über euer Leben, also eure Gewohnheiten, Ziele, Hobbys und was ihr von einer Person erwartet. Und vielleicht noch euren Instagram-Namen oder irgendwie E-Mail-Adresse oder sowas. Und dann können sich vielleicht in den Kommentaren Leute zusammenfinden, die ähnliche Interessen haben oder ähnliche Anforderungen haben. Und vielleicht finden sich dann in den Kommentaren neue Accountability-Buddy-Paare. Das wäre sehr, sehr cool. Ich persönlich mache es, wie gesagt, so, dass ich mit meiner Accountability-Buddy eigentlich alles in meinem Leben teils einfach über alles generell rede, also über meine Gewohnheiten, Ziele in der Schule, sowas alles. Aber es gibt auch Leute, die beispielsweise nur Accountability Buddies für zum Beispiel Sport sind. Und dann sagen sie, diese Woche möchte ich jeden Tag 3 Kilometer rennen oder so. Und dann nehmen sie vielleicht eine Person, die sie schon persönlich kennt. Dann treffen sie sich beispielsweise zum Joggen zusammen. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, dass es super viele verschiedene Varianten gibt, einen Accountability Buddy zu benutzen. Ich persönlich mache es so, dass es halt um mein ganzes Leben geht und um mein Wohlbefinden und um meine Motivation und dass ich wirklich was mache. Darum geht es mir vor allem. Aber im Endeffekt ist es halt super individuell und du kannst auch wirklich auf eine Sache beziehen oder du kannst auch nur auf Mental Health beziehen oder nur auf die Schule beziehen, nur auf Hausaufgaben beziehen, was du eigentlich möchtest. Das Wichtigste ist halt nur die Kommunikation, dass ihr euch austauscht und wisst, was will der andere, was möchte ich und wie können wir da am besten einen großen Benefit, einen großen Vorteil draus ziehen. Was ich aber auch ziemlich schön finde, ist, wenn man dann sich vielleicht doch ein bisschen anfreundet und vielleicht nicht nur irgendwie so Arbeitskollegen ist oder so, sondern wirklich anfängt, sich anzufreunden. Beispielsweise mache ich so, dass ich mal Accountability Buddy manchmal so Sprüche schicke, die ich cool finde oder Buchempfehlungen, die ich gelesen habe. Und das heißt, wir tauschen uns auch so gegenseitig aus und sind nicht nur irgendwie so strikte ArbeitspartnerInnen oder so, weil das ist natürlich auch nicht cool, man muss auch ein gutes Verhältnis dann haben, dass man sich mag und vertraut und auch miteinander reden möchte. Also, vergiss nicht, einen Kommentar zu schreiben, falls ihr das Video überzeugt habt und auch einen Accountability Buddy haben möchtest. Ansonsten kommt sie noch zu ganz vielen anderen Videos zum Thema Produktivität, Organisation, Schule, Lernen und so weiter. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr das Thema interessiert und du gerne mehr davon hören möchtest. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Hab noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.